Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 1.7.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da gucken wir mal hier. Da haben wir einen neuen Skin, den Matchball. Der Raubzug von gestern ist noch drin. Der Leviathan ist zurück. Erstschlag, Profi, oh, der muss schon seit Ewigkeiten schon nicht mehr da gewesen sein. Also wir fangen jetzt erstmal hier auf der rechten Seite an mit Living Large auf großem Fuße für 500 V-Bucks. Das Teil ist richtig cool, kriegt von mir 10 von 10. Living Large hat hier ein Voting von 4,43 von 5 bei 47 Votes. Am 11. August 2018 ist das erstmal drin gewesen. 10 Mal seitdem 170 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 17 Tagen. Die Starterdecks oder beschlagene Hacke für 800 V-Bucks. Ich persönlich finde die nicht ganz so prickelnd. Kriegt von mir 6 von 10. Die High-Voting von 3,91 von 5 bei 54 Votes. Am 13. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 15 Mal seitdem 201 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 26 Tagen. Disco-Fieber. Für 800 V-Bucks natürlich ein absoluter Kult-Emote. Der Disco-Fieber. 10 von 10. Natürlich ein Voting von 4,21 von 5 bei 39 Votes am 31. März 2018. Das erste Mal drin gewesen. Seitdem 17 Mal 64 Reminders. Vor 35 Tagen das letzte Mal im Shop. Dann haben wir Infernalisch. Diese Lackierung hier. Zoomen wir mal an die ein bisschen ran. Ah, sieht nicht ganz so schlecht aus, das Teil. Kriegt von mir 7 von 10 für 300 V-Bucks infernalisch. Hat hier ein Voting von 2,75 von 5 bei 12 Votes am 2. Mai 2019. Ist erstmal drin gewesen. Zweimal seitdem 5 Reminders. Ja, dann sind wir bei diesem Erstschlag-Profi. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen, das Teil. Hier, da diese Haifische auf dem Halstuch, auch hier oben bei dem Sonnenbrillen, bei der Sonnenbrillenhalterung, oben auf der Kappe der Haifisch. Erstschlag-Profi kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 14 Votes am 30. Oktober 2017. Das Mal drin gewesen. 24 Mal seitdem 23 Reminders. Das letzte Mal vor 173 Tagen. Das ist knapp ein halbes Jahr her. Am 9. Januar 2019 drin gewesen. Das ist ja der Wahnsinn. So, dann haben wir den Versa. Ja, das ist dieser futuristische. Hier sieht man auch so dieser transparente Latexanzug da. Hier hinten 37, wofür auch immer das steht. Für 1500 V-Bucks passt halt ziemlich gut zu der aktuellen Season. Deswegen kriegt er von mir 7 von 10, der Versa. Hier ein Voting von 4,13 von 5 bei 24 Votes am 19. Mai 2019 erstmal drin gewesen. Seitdem dreimal 32 Reminders vor 42 Tagen das letzte Mal im Shop. Dann kommen wir jetzt zu dem Leviathan oder eben auch zu dieser globalen Hacke. Sehr interessant, das hier soll wohl die Sonne sein. Die ist wohl relativ klein geraten hier, so groß ungefähr wie der Mond. Und die Sonne dreht sich hier tatsächlich um die Erde bei diesem Modell. Mega interessant. Ja, für 1200 V-Bucks 7 von 10 für diese globale Hacke. Ja, da war ein Voting von 4,08 von 5 bei 13 Votes am 29. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 8 mal 16 Reminders, das letzte Mal vor 34 Tagen im Shop. Dann haben wir die Kalmar-Keule. Ich finde die richtig cool eigentlich. Das Teil kriegt von mir 8 von 10. Das ist Squid Striker. Und der Squid Striker hat hier ein Voting von 3,73 von 5 bei 11 Votes am 22. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Fünfmal seitdem 9 Reminders, vor 34 Tagen das letzte Mal im Shop. Dann haben wir noch diese Planetensonde. Irgendwie ein interessanter Gleiter. Kriegt von mir 9 von 10. Hat hier ein Voting von 3,93 von 5 bei 15 Votes am 15. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 9 mal 12 Reminders, vor 34 Tagen das letzte Mal im Shop. Ja, und da ist er.
Der Leviathan. Ich finde das Ding cool. Er sofort mag es nicht. Da mit diesem Fisch im Glas oben. Ich finde den richtig cool irgendwo. Leviathan kriegt von mir 7 von 10. Für 2000 V-Bucks hat ihr ein Voting von 3,58 von 522 Votes am 15. April 2018. Ist das erstmal drin gewesen. 9 Mal seitdem 58 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 34 Tagen. Jo, dann haben wir hier den Raubzug. Den habe ich euch bereits gestern vorgestellt. Wir können nur noch mal schauen, wie jetzt da inzwischen sich die Noten entwickelt haben bei dem. Ansonsten schaut einfach mal in das Video von gestern rein. 3,26 von 5 bei 19 Votes. Jo, 15 Reminders aktuell. Was ich noch zeigen wollte, hier hinten, dieses, das haben wir gestern, glaube ich, gar nicht gemacht, dieses Totem, finde ich ganz witzig, ist ja ein Lama. Ein Lama-Totem, eigentlich eine ganz coole Sache. So, dann geht's hier zum Matchball, das ist der neue Skin, das neue Outfit für 800 V-Bucks. Ein Herzchen-Anhänger. Perlohrringe. Alles in weiß gehalten. Coole Turnschuhe. Kurzes Röckchen. Kurzes Röckchen hat's auch. So. Ja, Matchball. Kriegt von mir 5 von 10. Ist momentan noch kein Voting dafür da. Auf der Map auch wieder nicht zu finden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schreibt es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.